Hey ho, meine Lieben! In diesem Video wird den Großteil wieder mein Engelchen hier machen. Wir machen heute Bacon gespickten Schinkenbraten. Ja. Mhm. Der wird in der Heißluftfritte zubereitet. Und das war jetzt meine Idee. Dazu gibt es, glaube ich, lecker Süßchen. Ja. Und infolge des leckeren Süßchen gibt es natürlich dann noch Knödelchen dazu. Und Rotkraut. Genau. Und das wird schon irgendwie zusammenpassen. Ja. Und was nicht passt, wird passend gemacht. So sieht es aus. In der kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Kleine, aber feine Übersicht. Der Schinkenbraten müssen wir noch ein klitzeklein bisschen zurecht parieren. Suppengemüse. Passierte Tomaten, mein Schatz. Genau. Zwiebeln, bisschen Knoblauch. Was ist das? Ein bisschen Rinderbrühe. Rinderbrühe, Zeugsel und natürlich der Bacon. Genau. Da drüben noch ein Glas Rotkraut. Ja, 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 so, so sieht man es. Ja, ganz einfach halt. Und dazu gibt es natürlich nachher auch noch einen Salat. Tja, was hast du jetzt hier vor mit dem Braterl? Den spicke ich jetzt mit dem Bacon. Also du haust lauter Löcher rein? Kleine Löcher rein und tu dann den Speck überall schön verteilen in diesen Braten. Also einfach den Braten stopfen? Stopfen, ja. Okay, gut. Dann tue ich jetzt noch ganz schnell hier ein bisschen zurecht parieren und dann tja, übergebe ich an Manu. Und ja, mach bloß noch ein bisschen Kameraführung, ein bisschen reingequassel und fertig. Machen wir das so? Können wir machen. Hört sich gut an. Hast du jetzt einfach die Cam eingeschalten? Ja. Damit man mich beim Parieren sieht? Ja. Oh Gott. So, das war's schon. Mehr gibt's nicht. Ja, Leute, dann übergebe ich jetzt Manu das Video, die Leitung, das Weitere und ich verziehe mich. So, jetzt kommen da kleine Löcher rein. Und in jedes Loch, sieht ein bisschen blöd aus, kommt Bacon rein. Na dann viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, druckst du das Zeug immer noch oder nein? Ja. Auf jeden Fall ist eins schon leer. Das zweite auch noch? Nö, glaube ich nicht. Das war's, glaube ich, auch. Oh. Ja, jetzt hast du es aufgerissen. Das macht nichts, das mache ich für die Soße dann. So. Also jetzt ist er schön gespickt. Genau. Und mit was würdest du das schön... Ah. Mit McAllister. Der Bratenzwerg, das Gewürz. Ah, hast du gefunden? Hab ich gefunden. Okay. Kurze Umbaumaßnahmen. Tja, dann mach mal. Genügend und das reichlich? Ja. Von allen Seiten. Schön wenden, andrücken, einkneten, einmassieren. Denk einfach, du massierst mich. Was denn? Alles gut, mein Schatzi. Sieht doch schon gut aus. So. So. Da wir ja kein Gewürz verschwenden,
Tja, und somit perfekt, kann das, oder? Ja, und somit kann das Teil auch schon in die Heißluftfritte. Aber das Gitter kommt, glaube ich, so rum rein. Und darum drehe ich den hier jetzt noch einmal. Und jetzt ist er schön mittig platziert und kann in die Heißluftfritte. Da ist sie wieder. Ja. Dann schnappt er das Braterle mal. Weil ich mich ja nicht so gut auskenne. Ja, genau, auf die Höhe. In der Mitte, ne? Hier. Ja. Gut zumachen. Gut. Und dann? Auf Play. Auf Play erstmal. Wir machen jetzt erst einmal 120 Grad. Geben wir einfach jetzt einmal ein Stündle ein. Genau, und jetzt auf Play wieder, ne? Ne, startet schon. Achso. Und dann lassen wir den jetzt erst einmal drin und kontrollieren nachher. Soll circa Kerntemperatur so von 68, zwischen 68 und 75 Grad haben. In etwa. Ja, und bei dir drüben geht's jetzt weiter? Mit der Soße. Na also, Attacke. Da passt man einmal nicht auf und dann ist es schon am Gemüse schnibbeln und schälen und... Nur am Schälen und Waschen, mein Schatz. Ja, dann mach mal. Aha, schnippele Ding vom Gemüse. Genau, wird ganz klein geschnitten und dann in der, im Topf dann angebraten fein. Ja, dann schauen wir uns doch wieder an, wenn du das Zeug in den Topf reinschmeißt. Können wir auch machen. Jo. Hallo, wo kommt die Brühe auf einmal her? Habe ich doch gesagt, da kommt da Rindfleischbrühe dazu. Ja, als Flüssigkeit, mein Schatz. Die hast du jetzt einfach gemacht ohne Video. Einfach heißes Wasser in die... Ach so. Wasserkocher aufkochen lassen, die Brühe hier rein und das Wasser dazugeben und ein bisschen umrühren. Gemüse ist auch fertig geschnibbelt. Jawohl. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir nachher gleich an den Topf rüber. Hier nebendran haben wir halt jetzt das Rauschen von der Heißluftfritte, aber du kannst loslegen. Da ist Butterschmalz drin, gell? Da drin ist Butterschmalz jetzt, okay, ja. Dann, jetzt kommt das Gemüse dazu. Attacke. Das tust du jetzt erstmal schön anschmurgeln, oder? Genau. Und danach dann die Brühe dazu, oder? Genau. Ja. Den Tomatenmark. Erst einmal anschmuggeln lassen und dann schauen wir weiter. Nächste Runde in diesem Spiel, das lecker essen heißt. Ja. Jetzt kommt der Tomatenmark ein bisschen dazu. Oh, ein bisschen mit angeröstet, angeschwitzt. So, jetzt kommt die passierten Tomaten dazu. Lass mich mal gerade die Packung aufschneiden, dann können wir sie noch ein bisschen ausspülen mit Brühe. Verschwendet wird nichts. So sieht es nämlich aus. Ich schaue mal nach der KT nebenbei von dem Braterl. Aber ich denke, das kann noch ein bisschen. Ja, das dauert schon noch. 22 Grad, 23 Grad KT. Und das Gemüse werden wir jetzt schön weich kochen lassen. Und dann geht es weiter. Genau. Dann wird es nämlich dann schön mit meinem Zauberstäbchen ein bisschen klein gehäckselt. Dann wird es ein bisschen abgeschmeckt. Na, da bin ich ja gespannt. So, die Stunde ist fast um. Schauen wir mal rein. Ja, Farbe hat er noch nicht. Drum gebe ich hier jetzt definitiv noch mal eine halbe Stunde dazu und drehe das ganze Ding auf 160 Grad hoch. Schauen wir, was passiert. Aha. Mit der Soße geht es auch weiter? Ja. Gut. So. Na,
wird mein Gemüse klein gemixt. Mein schönes Gemüse. Ist einfach ohne mich? Das geht ja gar nicht. Mhm. Jo. Und was war jetzt noch mit dem Bacon? Ja, wollte ich eigentlich auch machen. Was passiert hiermit? Aber ich weiß nicht, ob ich das damit dazu mache oder in die Soße reinschmeiße, aber ich glaube nicht, das kommt erstmal weg. Dann machen wir jetzt morgen irgendwas dazu. So Leute, kurzes Update. Wir haben uns gerade eben noch entschlossen, den Bacon jetzt doch noch schnell in Töpfle anzurösten, dann auch noch klein zu pürieren und unter die Soße zu mischen. Spatzel hat gesagt, da fehlt noch irgendwas. Dann habe ich gesagt, brat den Bacon an, mix den kleinen Rührer mit. Nein, sagt sie, das ist eine gute Idee. Ja, und so macht sie das jetzt. Die Heißluftfritte habe ich mittlerweile auf 180 Grad gestellt, nochmal die Zeit verlängert. Wird auch so langsam fertig, das Braterl. Hier steht schon Salat mit der Soße. Hier Krapfen für später. Tja. Wir lassen das einfach weitermachen. Funktioniert das? Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. So. Genau, so meinte ich das. Und jetzt alles wieder vermengen und dann tun wir nochmal abschmecken. Oh, das riecht gut, das riecht gut, das riecht gut und es sieht gut aus. Ui. Ja. So, dann. Dann werden wir mal hier jetzt das Braterl anschneiden. Also Leute, ich habe jetzt auch absolut nicht nach der Faserrichtung geguckt. Einfach nur mal angeschnitten. Man sieht hier immer wieder die Baconstreifen, wie sie drin hängen. Soll ich ihn gleich komplett aufschneiden? Ja. Oh, sieht gut aus. Letztes Stück ist halt etwas dicker. Tja, und so sieht er aus, der Braten. Und ja, jetzt werden wir das Ganze auf der Teller verteilen. Dann drehe ich die Cam um und ihr könnt mir mal richtig schön beim Essen am Tisch zugucken. Heute machen wir es ein bisschen anders. Bin ich drauf? Ja, so halbwegs. Tja Leute, heute mal direkt am Tisch. Wir probieren und sprechen dann direkt das Fazit. Also sind wir fertig mit dem Video heute. Ich hoffe, es schmeckt euch gut. Ja, jetzt schauen wir mal. Leicht tomatig die Soße. Aber jetzt das Wichtigste. Der Braten. Geschmacklich mit dem McAllister Gewürz sehr gut. Ja. Aber das nächste Mal würde ich vorschlagen, machen wir schöne Bratensoße dazu und jetzt so ein Tomatenexperiment. Die Soße ist lecker.
nimmt. Ja. Jetzt schmeckt man aber auch den Bacon mit raus in der Soße. Ja, ich komme direkt mit Fleisch. Schmeckt mhm. sehr gut. Alles in allem sehr lecker. Also ich werde definitiv satt werden. Und der Salat auch wieder hervorragend. Dann würde ich mal sagen, haben sie gut gemacht. Leute, ich sag dann mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Und Däumchen nach oben und Abo nicht vergessen.